Leute von heute, was geht? In 2 Tagen ist es schon soweit, das neue Update in Star Wars Battlefront 2 erscheint, das Sommer-Update, kann man sagen, im Juni, das Riesen-Update mit den Droidikas, mit den neuen Panzern, mit den neuen Skins, das alles in 2 Tagen, Leute, und hier haben wir für euch wieder neue Infos und natürlich auch eine Trailer-Reaktion mit mir. Wir starten diese Woche gleich richtig bombastisch und natürlich auch die ganzen Patch-Notes, die diese Woche kommen, werde ich hier auch auf diesem Kanal präsentieren und natürlich auch Gameplays mit dem Panzer, mit dem Droidika, alles was dazu gehört. Leute, hier auch auf diesem Kanal Star Wars Action für euch. Und zwar jetzt die neuen Infos. Erstmal Frage des Tages, Leute, für euch, ja. Wie findet ihr das? Das ganze Helden-Gameplay, das ganze mit dem Ducken, mit dem Liegen? Man kann sich gar nicht hinlegen. Wie wäre es, wenn Helden oder wenn die ganz normalen Truppler sich hinlegen könnten? Das ist eine große Frage. Was würdet ihr dazu sagen? Ist es cool, wenn das Hinlegen in Star Wars Spielen kommt, in Star Wars Battlefront 2? Was würdet ihr dazu sagen? Würdet ihr sagen, nee, das ist zu viel, dann würden die Leute campen? Oder würden die sagen, Alter, das ist eine richtig geile Idee, das will ich haben? So richtig vermisst hat es keiner, aber das Gespräch kam dazu, dass die Helden sich nicht ducken können. Und jetzt ab übermorgen, ab dem nächsten Update, ist es halt so, dass die Helden und Schurken sich auch ducken können. Alle, die mit einem Blaster spielen. Also, nicht mit einem Lichtschwert, Leute, mit einem Blaster, alle, die mit einer Waffe in der Hand haben, können sich dann ab übermorgen ducken. Das ist eine richtig geile Erinnerung. Die wurde gar nicht genannt, aber die ist jetzt am Start. Also Helden und Schurken mit Blaster. Also zum Beispiel Han Solo, dann duckt sich dann durch die Map, kann ein bisschen schleichen und dadurch kommt natürlich etwas ins Spiel, was die Helden und Schurken dann auch machen können, nämlich das Teabaggen. Jeder muss selber für sich entscheiden, ob er es gut findet oder schlecht findet. Ja, ich sag dazu mal nichts. So, die nächste große Sache, beziehungsweise Kleinigkeit eigentlich, von meiner Seite aus, also ich finde es jetzt nicht so groß heftig, aber es ist schön, es ist was Cooles, es ist optisch schön für das Auge. Nicht die Lichtschwerter werden verbessert, die sollen so ein bisschen mehr strahlen, die sollen optisch viel, viel besser aussehen, so dass wenn jemand zuschaut und sagt, hey, was ist das für ein Spiel, Star Wars Battlefront 2 ist das, Alter, guck dir das Lichtschwert an, das sieht richtig geil aus. Und das soll die Leute auch ein bisschen faszinieren, nochmal das Lichtschwert-Gameplay so ein bisschen hervorheben, darauf habe ich auch natürlich Bock, hätte ich, natürlich, klar, wenn die Lichtschwerter so ein bisschen verbessert werden, das Ducken an sich kommt, diese 2 Erneuerungen auf jeden Fall jetzt schon mal vorab für euch. Und wir schauen uns jetzt zusammen jetzt den Trailer an und schauen wir mal, was wir da auch noch ein bisschen hier raussehen können. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Let's go. Hello there. I am Dennis. Das ist so geil, Alter. Der Trailer ist so geil, die Droidika sind so schnell. Alter. Der Panzer sieht so geil aus. Hier die neuen, Alter, wie die Skins aussehen. Richtig geil aus. Und der General Skywalker Skin. Boah, Droidika sehen so stark aus, Leute. Können die Helden easy weghauen? Das ist die große Frage. Stell dir vor, du bekommst einfach Schaden und dann gehst einfach irgendwo weg. Rollst dich weg quasi. Positionen wechseln, davon kommen, natürlich auch angreifen. Alter. Der Panzer sieht aber auch nicht schlecht aus, Leute, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe. Alter, das ist so richtig krass. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Sieht schon stark aus. Das OP aussieht, weiß, das OP ist, weiß man nicht, aber ist auf jeden Fall stark. Der Skin sieht geil aus. Also kann man nichts gegen sagen. Also ich finde es richtig geil. 212. Recon Division, 41. Scout Bataillon. Alter, die sind geil aus, man, die Skins. Und natürlich eine Sache. Haben die schon Naboo gesagt? Oh, Felucia kommt. Felucia kommt. Oh mein Gott, Alter, Felucia kommt, Mann. Es ist so geil, Alter. Ich bin so gehypt auf Felucia. Es kommt zwar nicht übermorgen, Leute, nicht, dass ihr denkt, oh, übermorgen ist soweit ein Felucia. Nee, das kommt nicht übermorgen. Aber das kommt Ende des Jahres, haben die gesagt. Und dann bin ich ja mehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber vergesst bitte eins nicht. Und zwar Naboo, eine neue Map, beziehungsweise die Map wird redesigned. Vielleicht nicht ganz redesigned, aber ein bisschen umgeändert. Für totale Vorherrschaft wird es nämlich angepasst. Also das dürfen wir nicht vergessen, weil es geht so ein bisschen unter. Ich weiß, es ist eigentlich die exakt gleiche Map, aber das sollte man auch nochmal erwähnen, weil dann haben wir viele Maps, die wir bei totaler Vorherrschaft spielen können. Und Felucia kommt ja auch zu totaler Vorherrschaft zuerst und danach werden wir mal schauen. Also die Pläne sind noch nicht draußen, aber ich denke mal, wenn wir genug Feedback den Entwicklern geben, dann kommt auch Felucia auch für andere Maps. Und jetzt schauen wir uns aber den Trailer mal ganz genau an. Bisschen so eine Analyse. Hello there. I am Dennis Brandwall from the Star Wars Battlefront.
Guck mal, das erste, was ich sehe, Leute, du läufst mit deinen Truppen ganz normal lang, da sind die Separatisten und die Droidiker sind so schnell, die überholen die ganz chillig. Und ich frage mich, wie das ist, da könnte man natürlich taktisch die Gegner einfach überrumpeln, ne? Also zum Beispiel die, eure Teammates laufen davor, die Gegner sind dann halt vor euch und dann rollt ihr mit den Droidiger, ich sag's mal wirklich, rollt ihr mit den Droidiger hinter den Gegnern, da sind die eingekesselt, da sind die im Sandwich. Also das ist richtig stark. Also ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erahnen kann, also wenn jetzt... Ah, ich habe jetzt hier keine Maus für euch. Aber dann attackiert die Gegner von beiden Seiten und die Gegner müssen sich entscheiden. Okay, soll ich mich jetzt umdrehen oder soll ich jetzt auf die da vorne gehen? Was auch noch richtig cool ist, ich glaube, das ist auch normal so. Die sind nicht zu schnell, ja. Da wurde auch diskutiert, ey, sind die zu schnell, nehmen die alles nieder und dann gleich den nächsten. Ich sag mal so, wenn ihr ein paar Gegner hier weghaut, ja, mit dieser Fähigkeit, beziehungsweise mit den ganz normalen Waffen, mit den Druidika, ihr könnt nicht einfach einen Gegner nach dem nächsten weghauen. Es sei denn, sie sind vor euch. Könnte vielleicht klappen. Aber ihr könnt nicht um die Ecke dann ganz schnell. Ihr müsst halt wieder weiterrollen. Die sind halt nicht so schnell unterwegs. Und das ist halt auch das Gute. Die können nicht einfach einen Gegner nach dem nächsten weghauen. Das ist halt auch gut durchdacht. Guck mal, wenn du hier siehst, die müssen dann um die Ecke. Ich glaube, rechts geht es um die Ecke. Rechts, nicht links. Ich glaube, links ist wieder die verschossene Tür. Also dann rechts um die Ecke, dann dauert das halt ein bisschen. Ne? Die Gegner können sich halt drauf gefasst machen. Sieht natürlich übel stark aus, wenn man sieht, wie schnell die Gegner weghauen. Hast du gesehen? Einmal kurz zurück. So, schaut mal, wie schnell die Gegner sterben. Sterben schon schnell. Hm. Was sagt ihr, Leute? Warte, kurz bevor wir weitermachen. Oh, das ist eine geile Aussicht. Meint ihr, die Gegner werden schnell sterben von den Waffen? Das ist eine große Frage, das ist eine wichtige Frage. Werden die Gegner schnell sterben von diesen Attacken der Druidika? Ich hoffe es mal nicht. Ich hoffe mal, dass es wirklich im Trailer so aussieht, okay, mehrere Druidika und die Gegner schießen auf einen, dass sie selbstverständlich schnell sterben, ist ja klar. Aber ich hoffe mal, dass ein einziger Druidika nicht so viel Schaden macht, dass eigentlich das gut gebalanced ist. Ich hoffe mal. Also hoffen wir. Nicht den Panzer will ich mal kurz euch zeigen, Leute. So, da ist der Panzer. Oh, warte noch ein bisschen vor. Da kommt er. Da scheint. Oh mein Gott, jetzt schlecht pausiert, aber egal. Hier sieht man den. Der sieht schon groß aus, ne? Er sieht auch nicht so fett aus. Also manche dachten, okay, der wird so ein fetter Panzer wie ein Battlefield. Nee, der sieht so kompakt aus. Der nimmt nicht die ganze Map ein. Ich denke mal, von der Länge wird er schon ein bisschen größer als das Gap sein. Von der Größe her nicht, aber von der Länge hier denke ich mal schon. Von der Breite ist ganz normal, denke ich mal. Hier, der neue Skin. Oh, jetzt ist es ein bisschen dunkel. Ah, blöd zu pausieren. Hier, der neue Skin, Leute. Das ist so geil. Das sieht so geil aus. Also es laufen nicht nur weiße Truppler-Einheiten so rum oder grüngetarnte, sondern hier auch diese roten, diese schimmernden roten, glaube ich, so. Es ist geil. Das sieht richtig geil aus. Wenn die im Licht sind, werden die schimmern. Ja, so ein bisschen, ja. Bisschen rostig. Vor allem General Skywalker Skin sieht auch edel aus, oder? Das sagt ihr jetzt schon mal weiter. Die Droidika nochmal in Einsatz. Hier seht ihr es, Leute, das ist auch krass. Wenn die gegen die gegnerischen Helden spielen, wie sieht's dann aus? Machen die viel Schaden? Wir können die gegnerischen Helden easy blocken? Die mit dem Schild natürlich, da passiert denen nichts, wenn die die Schüsse abbekommen. Dann hauen die ab natürlich. Und dann machen die weiter. Das Gute ist, ihr zeigt gleich mal den Positionswechsel, der ist auch geil. Hier, wechselt die Position und geht jetzt nach links. Kann natürlich auch Deckung suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Also er könnte auch hier hinter den Barrikaden dahin. Okay, hier sieht man es vielleicht ein bisschen. Ihr könnt hinter den Barrikaden und dann so eine Art Deckung suchen und dann von da aus schießen. Das könnt ihr alles beliebig dann auswählen. Ne? Das ist absolut genial, wie sich das dann spielen lässt. Mega gehypt. Vor allem mit diesem Schild könnt ihr mehrere Gegner auf einmal wegkommen. Ihr seht da, okay, das sind jetzt mehrere Gegner auf einmal. Aktiviert euer Schild und dann könnt ihr Gegner dann noch wegkommen. Und dieser Panzer, Alter. Dieser schwebende Panzer. Guck mal, wie leicht, mit Leichtigkeit haut der Gap weg. Das ist, glaube ich, für den Trailer extra gemacht, so wie es aussieht. Sollen die Waffen nochmal die Kraft des Panzers so ein bisschen hervorheben. Aber nicht, dass er zu stark ist. Aber sieht natürlich in den Trailer richtig beastmäßig aus. Dann dieser General
General Skywalker Skin sieht auch richtig edel aus. Der sieht absolut geil aus. Also ich werde den auf jeden Fall kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Seid ihr gehypt auf den Skin? Werdet ihr den auch kaufen? Alter, darauf habe ich richtig Bock. Und hier, 212. Recon Division. Squad-Battalion. Ich kann den Trailer 1000 Mal anschauen, ey. Ich glaube, ich werde dich auch machen. Sieht so geil aus. Felucia ist ja ganz klar, Leute, ist ja ganz klar. Darauf bin ich richtig gehypt. Also das wird der absolute Wahnsinn. Brandneue Map. Absolut brandneue Map. Wisst ihr noch, wie groß der Hype war und der Andrang, als Geonosis rauskam? Was meint ihr, wenn Felucia rauskommt? Das wird absolut episch, Leute. Ich bin auf jeden Fall raus. Schreibt es in die Kommentare, Leute, was ihr so am Trailer so geil fandet. Natürlich Frage des Tages. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Noch 2 Tage, Leute. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.